Ich flimmere? Was meinst du? Du meinst um die Kopfhörer herum, ne? Das liegt daran, dass der Hintergrund ausgeblendet ist. Dadurch kommt das. So, wir wollen das Timefall Porter einmal trinken und ein bisschen mal unsere Ausdauer noch ein bisschen pushen. Also wenn du das meinst, ne? Mit dem Flimmern. Ja, das liegt daran, ich habe ja kein Greenscreen hinter mir. Ich habe ja über Nvidia Broadcast habe ich den Hintergrund ausgeblendet. Deswegen sieht das so aus. Ich weiß, sieht komisch aus. Aber das gehört so. Ja. Was ist das für ein Getränk, das sich Sam da reinzieht? Das ist Timefall Porter. Das ist ein Getränk aus dem Spiel. Und das bekommt man irgendwann. Und dann gibt es kein Monster Energy mehr. Aber, Werbung, dafür gibt es den bei mir. Ich kann nicht trinken. Scheiße. Kennst du gar nicht? Echt nicht? Das kriegst du bei dieser Zeitregenfarm, bekommst du das. Dann bekommt man das. Das ist, glaube ich, das bekommst du. Lass mich überlegen. Kurz nachdem du die Zeitregenfarm entdeckt hast, das ist die erste Mission Richtung. Ah, wie heißt denn das da? Dieser Verbindungsknoten. Warte, zeige ich dir mal genau. So. Lass mal. Nein, nein. Ich wollte eigentlich rausgehen. Mal wieder zurück. So. Das müssen wir alles nicht. Wir wollen. Warum können wir nicht reisen? Ratchet-Sprung geht nicht. Ein Rat, Sam. Der Strand ist im Moment äußerst instabil. Bis sich die Lage beruhigt, wird Fragile weder dich noch sich irgendwo hinbringen. Sie war einverstanden, vorerst im Verteilerzentrum südlich von Lake North City zu bleiben. Ich glaube, da soll ich auch hin, ne? Kapierst du, wozu die Brille ist? Nein, ich finde die sieht aber cool aus, aber die andere, die ist einfach nur grottenhässlich. Also die Sonnenbrille, keine Ahnung. Ich meine, so viel Sonne scheint hier ja nicht. Aber egal. Ich finde, die gefällt mir. Aber die andere nicht. Oh. Der Säufer. Angel, der alte Säufer. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. So. Übrigens, einmal, man hat dieses Porter-Zeug bekommen, indem man von hier hast du diese Quest bekommen und dann solltest du dieses Porter-Zeug zu diesem Verteilercenter bringen. Das weiß ich noch. Das weiß ich. Und hier ist noch ganz viel zu liefernde Fracht. Und Fragile ist auch da. Na denn. Was haben wir jetzt eigentlich da? Ich weiß gar nicht, was wir jetzt überhaupt da haben. Daten, haben wir hier irgendwas? Nee. Aufträge. Was haben wir denn gerade alles da? Da geht was an Handwerker. Zweimal.
Achso, das sind die automatischen Lieferungen. Und das sind die, die wir dabei haben, ne? Vom Filmregisseur. Okay. An den Handwerker. Das heißt, wir werden jetzt einmal zum Handwerker. Wir machen mal eine Runde. Wir fahren mal zum Handwerker. Haben wir hier überhaupt noch irgendwelche Aufträge? Stimmt, Fragile ist ja woanders gerade, ne? Aufträge für Sam. South North City. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Nee, da waren wir noch nicht. Den nehmen wir an. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was wir haben. Was wir überhaupt dabei haben. Müsst ihr gleich mal gucken. Alles auf dem Rücken. So. Auftrag kann nicht bearbeitet werden. Auftrag kann nicht bearbeitet werden. Was? Bitte warten, bis das Problem behoben wurde. Oh, hi, hi. Sam Bridges, nehme ich an. Tut mir leid, das System scheint irgendwie zu spinnen. Eins der Pakete wurde nicht korrekt abgewickelt und fehlt in dem Auftrag. Hier steht, der Kunde ist Fragile selbst. Irgendjemand hat es doppelt etikettiert und es war nicht klar, ob es für Fragile Express oder Bridges war. Naja, sorry wegen der Störung und Vorsicht. Fragile heißt ja zerbrechlich. Okay. Ja, was war mit dem los? Der war ja richtig komisch. Kleine Wasserstoffbombe. Ja, und die nehmen wir einfach so mit. Kein Thema. Nehmen wir einfach so mit, das Ding. Kein Problem. Jetzt muss ich auch mal gucken, was haben wir überhaupt dabei? Wir haben doch Fracht dabei. Ganz viel kleines Zeug. Mule-Stiefel, Anti-GD-Handfeuerwaffe. Zwei Bola-Guns, wir brauchen ja nur eine. Dann gehen wir mal auf unseren Spind. Dann nee, das wollten wir ja mitnehmen, ne? Genau. Eine Bola-Gun kann entspinnt. Und dann haben wir ja bestimmt noch mal Aufträge. An der alte Handwerker Atelier. Ich glaube, wir müssen so oder so da lang, ne? Irgendwie müssen wir da hin. Aber wir nehmen jetzt nichts mit. Ich glaube, wir haben so viel Metall mit. Ich glaube, wir können das gar nicht richtig tragen. So. Ich bin Sam. Und wir sind auch gerade hier oben, ne? Jetzt muss ich nochmal, jetzt bin ich verwirrt. Warte mal. Das muss da unten hin. Okay, wir haben was für den Handwerker. Gut, wir fahren erstmal zum Handwerker. Also ab nach oben. Schön. Waffeneinschränkung aufgehoben. Da ist jemand glücklich. Ich weiß gar nicht, ob die. Ob die lieben Kollegen hier wieder wach sind. Nee.
Nimmt sie noch nicht wieder. Nicht gut? Nicht in Ordnung. Alter. Wir sollten vielleicht hier hinten rum, ne? Ja, ist dir schon mal aufgefallen, dass du gar keine Möglichkeit hast, jemanden zu töten? Ne, das ist richtig. Ja, aber das ist mir aufgefallen. Ich glaube, das habe ich auch irgendwann mal gestellt, diese Frage. Wir können die echt nur umhauen. Ja, also bewusstlos schlagen. So. Wir werden auch absichtlich hier hinten rumfahren. Denk mal drüber nach, warum. Ja, klar, wegen dem Leeresturz, ne? Macht ja Sinn. Ganz klar wegen dem Leeresturz. Richtig. Ja, stell dir mal vor, wir würden die alle immer killen hier. Das wäre eine Welt voller Krater. Wird ja dann plötzlich alles nicht mehr so hübsch aussehen hier. Einmal aufladen hier und dann. Ja, ein Langhals, ja richtig. Schön aus Horizon. Finde ich cool. Das finde ich aber cool. Das haben sie gut gemacht. So. Die auch noch betäubt hier oder wandern die schon wieder rum? Ah, die wandern schon wieder rum. Aber das soll uns nicht stören. Ah ja. Vielleicht folgen die eh nicht mehr. Also daher, weißt du, warum Horizon-Sachen hier mit drin sind? Oh, einer der Entwickler war doch mit beteiligt. War das nicht so? Ich weiß so gerade nicht welcher. Ich glaube, ein Entwicklerstudio war hier mit bei. Von denen. Wie gesagt, ich weiß nicht welcher. Weil es dieselbe... Ach, wegen der Engine war das. Okay. Ja, ich war mir nicht mehr sicher. Ich war der Meinung, entweder einer der, also ich war der Meinung, der einer der Entwickler, aber gut, kann natürlich auch sein, ne? Derselbe Engine. Macht ja auch Sinn. Ich glaube, das ist nicht. Entwickler hat Metal, ja genau, das ist ein Hideo. Der hat der Metal Gear gemacht. Ich glaube, ich sollte ein bisschen weiter ranfahren. Und dann können wir... Nein, eigentlich nicht. Eigentlich sollst du nur das Ding hier betätigen. Was er jetzt nicht mehr tut. Nee, ich weiß gar nicht, warum. Muss ich ehrlich sagen. So, Keramik kann ich ja ordentlich reinhauen hier, ne?
Genau, passend. So. Deshalb sind auch die meisten Metal Gear Solid Teile scheiße. Ach, er hat schon lange nicht mehr mitgemacht gehabt, oder was? Verstehe ich das richtig? Noch ein Stück Straße. Sehr gut. Ich glaube, dann können wir noch mal ein Stück weiterfahren. Ich erinnere mich, wir wollten die Brücken bauen. Hier drüben! Nein, falsche Taste. So, und wir müssen jetzt aber... Genau, einmal darüber und dann ein Stück nach links. Da wäre nämlich der nächste. Da hinten. Dann melde ich hier 5 Stunden nicht mehr. Ich weiß das nicht, ich habe keins der Spiele gespielt. Das sollte mit Metal Gear 4 zu Ende sein. Dann hat er irgendwie das Patent verkauft oder so. Ging um irgendwas Geschäftliches und dann haben die anderen den 5. Teil rausgebracht. Das habe ich aber zum Teil mitbekommen. Material hinzufügen. Das wird nach Death Stranding dein neues Projekt. Nein, leider nicht. Da kommt noch einiges anderes, mein Bester. Da kommt noch ein bisschen was anderes. Aber irgendwann werde ich es noch spielen, ja. Irgendwann kommt es auf jeden Fall. So. Und außer muss ich Spiele dann ja auch kaufen. Auch ich bin ein einziger Zuschauer gerade und Zuschauer haben immer recht. Aber vorher wird noch Toller. Nein. Ach ja. Es gibt noch andere Spiele auf meiner Liste. Ich weiß, das heißt eigentlich immer Kunde ist König, aber nicht hier. Was kommt als nächstes? Am 22. kommt Elden Ring raus. Das steht auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste. Und ich muss anfangen mit GTA RP. Also habe ich gesagt, werde ich auf jeden Fall mal reinschneiden. Mal angucken, mal gucken, ob es mir gefällt. Und dann habe ich noch, was habe ich denn noch? Mass Effect 3 müsste ich noch spielen. Mortal Schatten, den zweiten Teil. Ich meine Mittelerde. Muss ich den ja, den zweiten Teil noch spielen? Und GTA RP hast du genug? Ich habe es versprochen, dass ich es mir wenigstens mal angucke und schaue, ob es mir überhaupt gefällt. Ich habe gesagt, ich gucke es mir wenigstens an. Verlorene Fracht liefern. So. So früher aber gerne geguckt, ja. Weiß ich, hab's noch nie ausprobiert. Hab auch immer gedacht, boah, ne, ist mir zu doof und so, aber. Ist alles in Ordnung? Ich meine, warum nicht? Das muss ich dir lassen. Das, was du machst, kriegen nicht viele so hin. Ich kann dir jemanden empfehlen, der meiner Meinung nach einer der besten deutschsprachigen RPler ist. Okay, wen denn? Ansonsten schick mir gerne mal einen Link auf Instagram oder sowas. Also, pass auf dich auf. Ich gebe mein Bestes. Asta. Gute Arbeit.
Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Ich weiß gar nicht, Doc, der sagt mir was. Asta, ist das ein Er oder eine Sie? Bei YouTube hast du einen, mache ich dann. Da findest du es sofort. Muss ich mir nur merken, Asta. So, was können wir denn? Eine klassische Open-World-Spiele zum Handwerker. Ist ein R, okay. Das kann ein Ingenieur gehen. Und das kann an die Wetterstation gehen. Ich finde die Dinger so geil. ist ein R. Männlich mit Schniedel. Was? Oh. Also dann geht man zumindest davon aus, dass das männlich ist, ne? Oh Leute, ich muss mal ganz kurz... Jetzt habe ich Internet angemacht. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Irgendjemand nervt mich tierisch beim Anrufen. Ich bin gleich wieder da. Verteilerzentrum. Da ist ja auch gerade Fax. Fax ist auch geil. Was heißt Fax? FedEx. Was? Zum Handwerker könnten wir einmal düsen. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Ja, wir düsen einmal zum Handwerker. Aber wir haben was für ihn, ne? Zeitringfarm, der alte. Nee, guck mal. Wir haben... Wir haben gar nichts für einen Handwerker. Quatsch ich denn da? Warte mal, wir haben... Der alte. Das kann hier bleiben. Der alte kann hier bleiben. Weitere Farm würde ich gerne selbst bringen. Frisches Wasser würde ich gerne selbst bringen. Und Cosplayerin auch. Aber den Rest, den können wir hier abgeben, weil wir die eh voll haben. Da haben wir ja schon alle Sterne. Bei den anderen. So, was haben wir denn jetzt tatsächlich dann noch, was wir mitnehmen können? Zeitregenfarm. Was hast du heute vor bei Death Stranding? Beachte mich nicht. Erstmal wieder komische Tasten drücken. Gerade komisch aus. Spannend. E-Mail zu William Lake. Middle-North City wurde atomar vernichtet. Du hast es wahrscheinlich gehört, aber Middle-North City wurde vor etwa einem Jahr von einer Atombombe zerstört. Zivilisten, Personal, alles und jeder wurde ausgelöscht. Vor einem Augenblick zum anderen. Sie sagten, dass es ein Terroranschlag war. Das Werk von Demons, Arschlöcher. Auch Fragile geriet irgendwie in dieses Schlamassel hinein. Allerdings kenne ich keine Einzelheiten. Um es abzukürzen, sie begann die Lieferung sehr viel genauer zu kontrollieren. Nicht, dass es einen großen Unterschied machte. Eine Tragödie folgte der anderen. Kurze Zeit später verloren wir halb South North City. Besser als die ganze Stadt, aber viele Menschen starben und die Überlebenden waren ziemlich traumatisiert. Sie begannen sich zu fragen, ob sie mit dem Beitritt zu den UCA vielleicht einen größten... ihren größten Fehler begangen hatten. Und je mehr Leute das laut aussprachen, desto paranoider wurden sie. Es gärte und breitete sich aus, dieses Denken. Sogar jenseits der Stadtgrenzen. Und bei den meisten Preppern fiel es natürlich auf fruchtbaren Boden. Man könnte meinen, dass die Einbindung in chirale Netzwerk geholfen hätte, die Lage hier etwas zu beruhigen. Aber wir haben die Terroristen immer noch nicht im Griff. Es könnte uns alles jederzeit um die Ohren fliegen. Aber falls... Das passiert, müssen wir es überstehen. Selbst wenn alles, was du aufgebaut hast, was wir aufgebaut haben, zerfällt. Müssen wir tun, was in unserer Macht steht, um es wieder zusammenzuflicken. Anderes
Anders geht's nicht. Jo, doch, geht immer anders. Was habe ich heute vor? Ich werde auf jeden Fall mal gucken, dass ich ein bisschen in der Hauptstory weiterkomme. Ich bin ja, meine Fragile ist doch hier, ne? Das heißt, ich werde hier einmal in die Unterkunft gehen. Mit Fragile zu reden. Wenn sie da unten ist, aber ich denke mal ja. Da würde ich gerne einmal nach South North City, ist das glaube ich, und die kleine Wasserstoffbombe ausliefern. Ne? Ich meine, warum nicht? Kann man ja machen. Oh, hi, hi. Sam Bridges, nehme ich an. Hier steht, der Kunde ist Fragile selbst. Vorsicht, Fragile heißt ja... Sam, was ist los? Fragile, dieser Dreckskerl, er war's. Wovon redest du? Das Paket, das ich für dich geholt habe aus Lake Nod. Moment, ich habe kein Paket erwartet. Er sagte, der Kunde sei Fragile selbst. Das System laufe nicht und ein Bote von Bridges müsse es persönlich überbringen. Wer? Hey, ich sag doch, es war Hicks. Komm, das muss ich mir ansehen. Ich dachte, sie kann sich nicht teleportieren. Wenn wir sie reinwerfen, haben wir vielleicht eine Chance. Yay. Haben wir ein Glück, sowas machen zu dürfen? Haben wir ein Glück. Okay, Sam. Ich habe die Position des Kraters auf der Karte markiert. Bring die Atombombe sofort hin und entsorge sie. Okay, wo müssen wir hin? Reise. Wo ist denn der Krater? Welchen Krater? Den hier. Warte mal, wo? Ah, den da, ne? Der Kratersee. Ein Schrotthändler. Und natürlich müssen wir voll durchs Mule-Gebiet. Aber egal. Wir ballern da eh nur durch, obwohl. Okay, und du meinst, es sollte laufen? Nehme ich aber auch nur das Wichtigste jetzt mit, ne? Das hier brauchen wir nicht. Sperma und Eizellen. Immer. Anti-GD-Waffe und die Bola-Gun. Ja, dann sind wir nicht so schwer. Also ich bin zu Fuß schneller. Ich glaube jetzt tatsächlich, dass ich mit dem Moped schneller bin, ne? Aber ich nehme mir das kleine Moped mit. Das Langstrecken-Moped ist, glaube ich, sogar noch schneller. Auch ein bisschen entspannt machen hier. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen.
Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Nehmen wir ein TCK mit, für, falls wir eventuell eine Ladestation brauchen. Also kriegen wir, glaube ich, die erste Hälfte gut hinter uns. Warte, das spinnt. Ein TCK. Ein TCK haben wir bestimmt irgendwo. Wir haben doch kein TCK. Okay, aber das macht nichts, dann stellen wir eins her. So. Erstellen. Ein TCK. Wir haben anscheinend nur ein Fahrzeug hier. Okay. Oh Gott. Wir haben doch schon eins. Ja, egal. Jetzt habe ich zwei hergestellt. Hä, ich habe das aber gar nicht gesehen. Das andere war einlagern, ne? Oh. Verschenken für Likes, okay? Nein. Mit dem Offline-Modus, ja. Wenn ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was uns das bringen würde. Muss ich auch ehrlich sagen. Alter, das ist auch nur im Hüpfen, das Bike. Boing, boing. Sieht nice aus. Ich muss jetzt weiter in diese Richtung. Ja, ich muss auch in den, glaube ich, jetzt gleich durch das GD-Gebiet, wenn ich mich nicht irre. Ist das egal, an welcher Stelle ich bin? Ja, ne? Sam, du bist am See, oder? Werde diese Atombombe schnell los. Ich würde da gerne reinlaufen, einfach. Einfach reinhüpfen. Was ist, wenn ich da reingehe? Wenn ich nicht weit raus. Ah, nee. Nein, du sollst nicht rufen. Bitte, ich drücke hier wahllos irgendwelche Tasten. Ist auch gut, ne? Auswählen und dann in der Hand tragen, ne? Glaube ich. Baubesitzer ansehen ist gut.
Wo ist denn jetzt? Wieso hat er die denn am Arm? Hört mich! Hört mich, hört mich, hört mich. Schon wieder die falsche Taste. Hä? Nein. Nein. Alter. In der Hand tragen. Echt da. Ah, die konnte ich bestimmt nicht in die Hand nehmen. War ja weit draußen. Atomexplosion merken wir gar nicht. Jetzt hat das Ding noch 15 Minuten, um unterzugehen. Mal sehen, ob Pings da was gegen hat. Mann, das war echt knapp. Du hast die Stadt und alle darin gerettet. Weit mehr, als ich es je getan habe. Vielleicht war Middle-North einfach nicht zu retten. Aber South-North ist noch hier. Dank mir und dir. Was ist mit dir passiert? Die Atombombe war bereits vor den Toren der Stadt, als ich Hicks Plan durchschaut hatte. Ich folgte dem Liefertruck und schaffte es irgendwie, die Bombe in Sicherheit zu bringen. Aber Hicks war mir von Anfang an gefolgt. Er erwischte mich vor den Toren auf frischer Tat. Die Bombe hielt ich noch wie ein Kind im Arm. Und als Strafe zwang er mich, mich auszuziehen. Und dann ließ er es regnen. Hör zu, Fragile. Ich mach dir ein Angebot. Willst du den Rest deiner Tage als beschädigte Ware fristen? Oder würdest du lieber für die Ware Schaden nehmen? Komm zum Punkt. Okay. Wenn du nur dich selbst retten willst, musst du bloß springen. Aber wenn du weiter auf der selbstlosen Schiene fahren willst, musst du meine Bombe zur bodenlosen Grube bringen und hineinwerfen. Na klar, dadurch wirst du zur Retterin der Stadt. Aber dafür musst du nackt durch den Zeitregen laufen. Viel von deiner Zeit gib ein bisschen Zeit für die Stadt. Für mich klingt das nach einem fairen Tausch. Wie passt denn die Goldmaske da drauf? So Schläuche und so? Weißt du, ehrlich gesagt mag ich mein Gesicht nicht besonders, deshalb verstecke ich es. Aber du liebst deins, stimmt's? Oh, Papi war bestimmt richtig stolz. Oh, nein. Oh.
Justus getan? Warum hast du mich verraten? Weil ich jemanden gefunden habe, der zu mir passt. Jemanden, für den ich keine Maske tragen muss. Oh. Ein guter Rat. Selbst wenn du South Nord rettest, wirst du immer die verrückte Middle-Nord-Attentäterin sein. Oh, dein hübsches Gesicht wird immer als das Gesicht einer Terroristin gelten. Sie werden dich ewig jagen. Glaub mir, ich weiß das. Und auf dem Weg gehst du dann trotz zerbrechlich Aufkleber kaputt. Was darf es sein? Hm? Ich nehme den Schaden und die Ware. Ich bin hart im Nehmen. Na dann, viel Glück dabei. Ich nehme den Schaden und die Ware. Ich bin hart im Nehmen. Ich nehme den Schaden und die Ware. Ich bin hart im Nehmen. Aber ich bin nicht so fragil. Ich habe Fragen. Da haben wir's. Ich habe Fragen. Du bist eine verdammte Heldin. Du hast das Richtige getan. Das gehört dir. Ich bin keine Heldin, Sam. Meine Entscheidung. Ich bereue sie jeden Tag. Ich hätte mich retten können, wäre ich einfach nur gesprungen. Aber stattdessen hast du eine Stadt gerettet. Mehr noch, du hast den Menschen Hoffnung gegeben. Tja, jetzt muss ich nur noch eine Person retten. Hicks wird dafür büßen, dass er mich hintergangen hat. Indem du ihn tötest? Unmöglich. Er ist heute viel mächtiger, als er es je zuvor war. Doch du könntest gegen ihn ankommen. Du könntest es. Aber versprich mir. Versprich mir, dass du ihn am Leben lässt. Ich möchte ihn etwas fragen, von Angesicht zu Angesicht. Hätte nicht gedacht, dass du jemanden foltern kannst. Jetzt schon. Und ich will wissen, warum er mich verraten hat. Du ihn?
Sam. Denk an die Versorgungslieferung für South North City.